Sie sind hier, 22. Dezember 2018, 8.09 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 3 Minuten vergrößern verkleinern Daniel Theiss, R. und Kyrie Irving, L. kassierten mit den Celtics eine Niederlage. Urheberrecht Getty Images. Nach der bitteren Pleite gegen die Bucks kommt es in der Kabine der Boston Celtics zu klaren Worten. Die Lakers dürfen sich dagegen über einen Sieg freuen. Was für eine bittere Pleite für die Boston Celtics. Im Ostduell gegen die Milwaukee Bucks kassierten die Celtics eine 107-120 Niederlage und mussten damit bereits zum dritten Mal in Folge eine Niederlage hinnehmen. Ein Fakt, der teamintern zu Auseinandersetzungen geführt hat. Nach der Pleite im heimischen TD Garden wurden in der Kabine des Teams einige ernste Wörter gewechselt, Anzeige, DRZN gratis testen und die NBA live. Worüber wir gesprochen haben, geht nicht jeden etwas an. Wir müssen einfach als Team besser agieren. Nach dem Spiel saß die Mannschaft laut ESPN rund 40 Minuten in der Kabine hinter verschlossenen Türen zusammen, ehe sie sich den Pressevertretern stellten. Schlechte erste Hälfte der Celtics, vor allem die schlechte erste Hälfte dürfte Gegenstand der Auseinandersetzung gewesen sein. Gleich das erste Viertel entschieden die Bucks mit 13 Zählern für sich. Zur Pause lag das Heimteam gar mit 17 Punkten in Rückstand. Auch wenn die Celtics beide Abschnitte nach der Pause mit geringem Vorsprung jeweils für sich entscheiden konnten, um das Spiel zu drehen, reichte es nicht mehr. Bei den Bucks war Superstar Giannis Antetokounmpo mit 30 Punkten bester Werfer. Bei den Celtics durfte sich der von der Bank kommende Jaylen Brown mit 21 Zählern über den Titel Topscorer freuen. Der deutsche Daniel Theiss kam in 24 Spielminuten auf 9 Punkte, 5 Rebounds und einen Assist. In der Eastern Conference liegen die Celtics nach ihrer dritten Pleite in Folge auf dem 5. Rang, die Bucks rangieren nach dem 4. Sieg in Serie auf Platz 2, Lakers besiegen Pelicans. Grund zur Freude gab es für die Los Angeles Lakers, gegen die New Orleans Pelicans gelang ein 112-104 Sieg. Topscorer bei den Lakers war nicht wie so oft LeBron James, sondern Kyle Kuzma mit 23 Zählern. LeBron James durfte sich mit 22 Punkten, 12 Rebounds und 14 Assists über ein Triple-Double freuen, sein drittes im Trikot der Lakers. Anzeige, jetzt die neuesten NBA-Trikots kaufen, hier geht es zum Shop beim Team aus Los Angeles, trafen alle Starter zweistellig. Auf Pelicans Seite überzeugte Anthony Davis den LeBron unter der Woche noch verbotenerweise für die Lakers anzuwerben versucht hatte, mit 30 Punkten und 20 Rebounds. Auch Julius Randle lieferte mit 21 Zählern eine starke Partie ab, mit nun 3 Pleiten in Folge liegen die Pelicans in der Western Conference auf Rang 13. Die Lakers rangieren auf dem 4. Platz. Die Tabelle der NBA Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen mehr.